Guten Morgen, ihr lieben YouTuber. Früher Morgen ist eigentlich noch gar nicht meine Zeit und ich bin kein Frühaufsteher, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss einfach raus und wenn ich dann mal draußen bin im Auto, dann ist es auch alles gut und dann bin ich auch auf den Beinen und sage, okay, los geht's in den Tag. Ja, und es ist jetzt noch draußen, es fängt langsam an zu dämmern, es ist irgendwie uselig, es ist nieselig, aber egal. Ja, und ich hatte eine richtig schöne Idee, weil es haben sich ein paar von euch für die Körbe ja interessiert, nicht nur interessiert. Ich habe auch schon ein paar Pakete gepackt und habe diese Korbsets, diese schönen, diese bauchigen, knuffigen, die habe ich versendet und ich finde sie auch zum Knutschen. Ich finde sie einfach toll. Und so ist eigentlich auch die Idee zu meinem heutigen Video geboren. Das ist ein Video, das ich wirklich jetzt mal so zwischen rein schiebe, weil ich habe heute echt nicht viel Zeit, weil wir heute Anschnitt haben. So. Aber mit diesen Körben und mit so schönen Pflanzen und als tolle Geschenkidee, das muss ich euch heute zeigen. Und jetzt fahre ich erstmal auf den Großmarkt und ich habe schon Bestellungen mit diesen Körben. Ich hoffe, ich bekomme die alle, weil ansonsten muss ich leider die lieben Besteller enttäuschen. Und dazu wollte ich auch noch so richtig schöne Christrosen kaufen. Auch darunter so ganz große, üppige. Und drückt mir die Daumen, dass ich die bekomme, weil dann kann ich nachher auch das Video machen. Und dann zeige ich euch diese schöne Idee. Und ja, also es geht gleich im Großmarkt weiter und ich hoffe, dass ich tolle Sachen bekomme. Bis gleich. Ihr Lieben, und aufgrund der vielen Bestellungen von euch bin ich jetzt hier am Suchen nach den schönsten Korbsets und ich bin ja da ziemlich kritisch, weil wenn hier mal sowas raussteht, dann nehme ich das nicht. Und hier, da habe ich überlegt, ob ich das nehme, aber ich mag lieber ein helles Muster. Und hier finde ich jetzt ganz toll, dass der aussieht, als ob er so eine helle Flechtung drin hätte. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Und hier ebenso, ja, seht ihr, da ist wirklich wie so ein grauer Streifen. Und also nur die schönsten und dicksten und besten Flechtungen kommen mit und es haben tatsächlich einige von euch haben das auch bestellt. Ich schreibe euch nochmal die Preise rein und der hier sieht aus, als ob er mit einem hellgrauen Boden geflochten wäre. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, und ich nehme diese schönen Sets mit diesen drei Körbchen, die ich im letzten Video gezeigt habe und da bin ich auch fleißig am Versenden, weil die sind wirklich knuffig mit diesen Henkeln. Also ich bin emsig bemüht. Nehme ich euch ja auch mit zum Großmarkt und es ist jetzt hier relativ spät. Hier ist mein Einkaufswagen abgeladen und mein Auto ist jetzt rappelvoll. Ja, es ist hier eine riesengroße, schöne Christrose. Man sieht auch in Relation zu meiner Hand, ja, wie groß die ist. Dann brauche ich Pralinen, um die für die Sträuße zu liefern. Es gibt Rosen und zum Thema Körbe, das habe ich euch ja gerade gezeigt. Ich habe also echt zugeschlagen. Körbe, 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 Körbe. Und dazwischen sind die ganzen Blumenkisten. Und ich zeige euch mal, das ist jetzt hier die Pistazie, die wir brauchen, um die zwischen in die Sträuße reinzubinden. Wir haben natürlich auch noch anderes Bindegrün. Und von hinten zeige ich euch mal, hier gibt es auch wieder Christrosen, diese riesengroßen, tollen Christrosen, die auch zu Weihnachten wunderschön als Geschenk sind. Da gibt es hier eine ganz große Orchidee, eine weiße. Ja, die ist, ich muss mal einen Schritt zurücktreten, dass man sieht, wie groß die ist. Ja, die ist also riesig. Und hier in diesen Kisten sind also meine schönen Amaryllis mit der Sorte Mont Blanc. Und man sieht auch hier an den Schnittstellen, wie frisch die sind. Ja, also ganz knackig. Die sind weiß. Und dann habe ich auch noch rote. Moment, mal gucken, ob ich die Kiste aufbekomme, so auf die Schnelle. Hier habe ich auch noch rote, also dunkelrote. Die heißen Tinto Night. Die sind auch wunderschön. Und in diesen vielen Kisten hier, in den anderen, da sind meine ganzen Schnittblumen drin. Also da verbirgt sich doch einiges in meinem Auto. Und das ist jetzt hier mal so ein kleiner Blick in eine Kiste rein, wo auch die schönsten Rosen
darauf warten, im Laden von uns angeschnitten zu werden. Aber jetzt geht's erstmal in den Laden. Hallo liebe YouTuber. So, zurück im Laden und wir haben jetzt alle Blumen angeschnitten und die Mädels sind jetzt gerade gegangen und ich habe eigentlich gar nicht viel Zeit, weil ich muss noch Sachen zum Kunden liefern. Aber ich wollte euch trotzdem, jetzt habe ich diese schönen Korbsets geholt und ich bin auch von ein paar Leuten schon gefragt worden und ich muss nachher noch zur Post fahren. Dieses ganze Set mit allen drei Körben kostet 79 Euro plus Porto, wenn die jemand will. Allerdings nur als Set zu verkaufen, nicht einzeln, und bei Interesse bitte E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Und jetzt nehme ich mal diese knuffigen kleinen Kerlchen auseinander. Ich liebe sie. Sie sind so süß. Und jetzt zeige ich euch einfach nochmal so ganz auf die Schnelle eine ganz tolle Deko-Idee, was man mit diesen Körben machen kann. Und das ist jetzt natürlich auch noch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, ja, falls man noch eins sucht. Und da habe ich zum einen, wenn es jetzt mal was richtig Schickes sein soll und was richtig schön Großes, dann habe ich was ganz Tolles. Und zwar, man kann natürlich auch so eine wunderschöne Christrose nehmen. Und man kann es schon erahnen, was ich vorhabe. Diese Christrose in diesem Korb ist natürlich der, wow, das absolute Wow-Geschenk. Jetzt würde die ja versinken und wäre sonst zu tief. Und deswegen sage ich das jetzt halt einfach, die ganz schnelle Idee. Ich nehme einfach einen Block Trockensteckmasse oder einen Block mit Styropor und stelle das hier rein. Und ich glaube, dass dann die Höhe schon gar nicht so schlecht ist, dass ich, Moment, die hat auch ein bisschen Gewicht, deswegen stöhne ich so. So, und die Höhe ist eigentlich schon total gut. Und ich finde, also sowas zu schenken, wenn man mit sowas kommt, das ist schon eigentlich atemberaubend. Es geht noch ein bisschen schöner. Deswegen sage ich heute so ein bisschen zack, zack. Ein Video auf die Schnelle, aber das muss ja nicht immer eine halbe Stunde dauern. Dann kann man schönes Koniferengrün, ich zeige euch das mal, ich habe das angedrahtet, ja, das ist hier so am Draht, habe einfach so ein Puschel gemacht, so ein schönes Bündel, und nehme dieses Grün und steck den Draht hier seitlich in den Korb rein, also mit diesem schönen buscheligen Grün. Und da kann man sich ja auch noch ein bisschen austoben. Also ein grüner Steckdraht von Floristik24 bekommt ihr mit 10% Rabatt. Ich glaube, das wissen jetzt mittlerweile fast alle, dass da tolle Sachen gibt. Und diese Konifere, die macht natürlich auch noch so richtig schöne Wirkung. Dann kann man das Ganze ja auch, man kann es mit Kugeln verzieren. Ich würde die Kugeln persönlich weglassen, ja, weil ich finde, die Christrose mit ein bisschen Grün und dann, wenn man noch einen schönen Zapfen nimmt, ja, sowas, einen schönen dicken. Und auch hier brauche ich wieder einen Steckdraht, grün lackiert, nicht so dünn. Und wenn ich an diesem Draht den Zapfen andrahte, ja, also ich gehe mit dem Draht um den Zapfen rum und dann verdrehe ich das. Ja, ich zeige es hier mal so in der Kamera nochmal. Und wenn ich dann den Zapfen andrahte, dann kann ich den wunderbar positionieren, so wie ich den gern hätte. Und dann sitzt er auch, man sieht es jetzt hier so, sitzt er auch wunderschön mit drin. Und ich würde tatsächlich, ich würde auf die Kugeln verzichten. Ich finde einfach, dann ist es winterlich und nicht weihnachtlich, weil ich möchte eigentlich das ganze Frühjahr stehen lassen. Das ist jetzt die große Version. Und das gibt es natürlich auch noch in eine Nummer kleiner. Ja, man kann natürlich immer noch optional ein paar Reben oder so ein bisschen Birke hier unten noch rumwickeln, ja, und kann dann die Zweige dazwischen stecken. Also da gibt's, ich glaube, da habe ich in so vielen Videos schon Optionen gezeigt. Da seid ihr wahrscheinlich schon bestens informiert. Hier, es geht auch eine Nummer kleiner. Wenn ich hier jetzt diese Christrose in dem Körbchen, da brauche ich allerdings auch, wenn ich die jetzt reinsetze, dann versinkt die total. Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel hier auch einfach wieder entweder ein bisschen Styropor oder so ein Block Steckmasse. Der passt allerdings von der Höhe her nicht perfekt. Da müssen wir jetzt mal kurz improvisieren. Sondern da habe ich gemerkt, da müsste die Höhe, so für die Steckmasse nehme ich immer wie so ein Kuchenmesser zum Schneiden, dann funktioniert es wunderbar. Und
also die Höhe, die ich jetzt hatte, das war zu hoch. Das heißt, ich nehme jetzt einfach ein bisschen flacher die Steckmasse. Und so. Ihr seht, ich bin irgendwie so ein bisschen unter Strom. Weil ich habe, wie gesagt, meinen Kundentermin sitzt mir im Nacken. Aber irgendwie wollte ich doch dieses Video, wollte ich euch gezeigt haben heute. Und auch hier nehme ich einfach diese schönen Puschelchen mit meinem Grün. Und das sieht so süß aus, wenn man das Grün dann hier noch so drahtet. Und ich klaue das jetzt aus dem anderen Korb raus und nehme das einfach nochmal für den hier, um das zu zeigen. Und das ist, ja, also damit kann man natürlich jede Christrose so pushen von der Erscheinung her. Und auch hier ist genau das gleiche Thema, dass man hier Zapfen andrahtet und die dann mit reinmacht, um einfach diesen winterlichen Charakter damit zu machen. So, der Draht ist ein bisschen lang. Brauche ich immer eine Drahtschere, um den abzuschneiden. So, und sind die Zapfen jetzt angedrahtet. Und dann mache ich die einfach hier dazwischen auch Zapfen rein. Da würde ich auch ruhig ein paar nehmen. Ja, das finde ich immer sehr schön. Da würde ich jetzt gar nicht so sparen. Ansonsten geht er einfach ein bisschen im Wald spazieren und sucht Zapfen. Wobei die Zapfensammelzeit ist ja im Sommer und nicht im Winter. Ne? Das ist jetzt eigentlich nicht die klassische Zeit. Und dürfen ruhig auch mal so 2, 3 auf einer Stelle sein und nicht so verteilt. Ja, dann wirkt es auch sehr schön. Das ist jetzt eine Christrose von der Gold Collection. Und ja, das ist jetzt auch eben dieses knuffige Körbchen. Gibt es auch noch in Mini. Da könnte man die ganz kleine Christrose reinmachen. Die habe ich auch draußen, aber da habe ich jetzt heute keine Zeit dazu. Ja, also das war jetzt so meine Christrosen-Deko, der Geschenktipp auf die Schnelle in diesen schönen Körben. Und das ist, je nachdem, wie groß es sein soll, gibt es das jetzt entweder in klein, in mittel, in groß. Ist eine ganz süße Idee. Und die Christrose lässt sich einfach rausnehmen zum Wässern. Oder man macht einen Untersetzer rein, so einen kleinen, so einen grünen, ja, wie für ein Fenstersims. Also diese, Moment, zeige ich euch. Diese Untersetzer kann man auch reinstellen. Und einfach ein bisschen Styropor oder Trockensteckmasse. Lässt sich also relativ leicht die perfekte Höhe finden. Also, das war jetzt heute die schnelle Idee. Gibt auch mal Turbo-Ideen. Und wow, ich bin noch in Time und ich hoffe, die hat euch gefallen und ich sage einfach bis bald, ihr Lieben. Ich habe extra dieses Video jetzt mal schneller rausgebracht und nicht erst samstags, weil falls jemand diese Körbe verschenken möchte, bitte eine E-Mail nur an youtube@flowerstyle.de. Nicht anrufen, meldet euch dann schnell, weil ich müsste die auch bald versenden, weil spätestens Montag müssen die bei der Post sein, um für Weihnachten da zu sein. So sagt es zumindest DHL. Also, alles Liebe und bis ganz bald von eurer Margit. Tschüss!